Herzlichen guten Abend. Mein Name ist Stefan May. Ich darf den Gastgeber im Salon und im Café Lupert geben. Dramaturgisch müssen wir das noch üben. Insofern lade ich Sie schon jetzt ein, wiederzukommen, ohne zu wissen, was heute noch passieren wird. Aber normalerweise fangen wir den Anfangstusch sozusagen dann an, wenn die Protagonisten, die Gladiatoren, in den Saal kommen. Aber heute ist vielleicht alles anders, generell ist alles anders. Ich freue mich, dass der Herder Verlag mit uns gemeinsam diesen Abend gestaltet. Und wir blicken jetzt auf eine lange gemeinsame Kooperation zurück und freue mich, dass auch Herr Herder Junior hier heute Abend da ist. Und bevor ich den Herrn Simons Bjelovans vorstellen darf, der in der Mitte sitzt, sei mir gestattet, dass ich zum Thema des heutigen Abends zur wundersamen Geldvermehrung Sie vorwarnen darf. Ich will vorgreifen, wir hatten ein kleines Vorgespräch. Haben Sie Angst? Wir wissen alle nicht, was kommt. Vielleicht kommt Inflation. Ich habe schon jetzt ein Mittel. Sie können diese Angst in Konsum umsetzen, in kurzfristigen Konsum, hier und jetzt, weil das, was Sie heute investieren, kann nicht von der Inflation genommen werden. Und ganz nebenbei, helfen Sie uns, wir wissen nicht, was morgen passiert. Sie wissen sicher, wir zittern uns von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz. Insofern mal schauen, vielleicht haben wir nächste Woche schon zu. Insofern genießen Sie es und ansonsten im Online-Job. Ja, Herr Bjelovans ist Geschäftsführer des Herder Verlags, Cheflektor. Er ist Philosoph und Journalist. Er hat in Rom gearbeitet, im Nahen Osten, berichtete mit verschiedenen Medien aus vielen Ländern und wird den heutigen Abend moderieren. Er wird die zwei Protagonisten vorstellen. Ich bin auch mal diplomierter Volkswirt gewesen, bei Wolfgang Franz, wir hatten es schon, und freue mich sehr, dass Hans-Werner Sinn auch mal ins Erdgeschoss des Lupert-Blocks kommt. Er ist sonst mehr im Münchner Herrenclubs zu Hause. Und seit Jahren freue ich mich schon auf den Tag, auf den Abend, dass Sie uns hier beehren. Insofern ist es mir eine große Ehre. Und über Kanzlerkandidaten und Finanzminister freuen wir uns auch immer. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Dann nur noch organisatorisch. Wir werden ungefähr eine Stunde die drei Herren hier diskutieren lassen, dann dürfen Sie mit einsteigen. Ich werde mit dem Mikro durch die Reihen gehen. Wir sind alle geimpft, also alle Lupert-Mitarbeiter sind geimpft, darf ich berichten, fühlen sich wohl und sicher, auch getestet übrigens. Und einen Büchertisch gibt es auch und Herr Sinn hat sich bereit erklärt zu signieren. Also auch da kann man Konsum umsetzen, sofort. Presence Bias kann man das auch nennen. Und die Genderfrage spielt auch immer bei der Programmgestaltung eine Rolle. Ich nehme für mich in Anspruch, dass wir gestern Abend ein Panel mit drei Frauen hatten. Insofern sind wir, glaube ich, auch hier gut aufgestellt. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viele, viele Fragezeichen. Danke. Ja. Schönen guten Abend, freue mich sehr. Herr Mayer hat es schon gesagt, wir haben eine großartige Kooperation hier mit dem Salon Lüdpold. Sie haben es ja wirklich geschafft, den Salon zu einem kulturellen Angelpunkt hier im Leben, im städtischen Leben in München zu machen. Insofern ist das wirklich großartig und natürlich für so einen Anlass auch ein würdiger und großartiger Rahmen. Herzlichen Dank an Sie und das ganze Team, freut uns extrem. Die Vorstellung... Ich habe mich immer gefragt, wenn zwei solche, ich sage es mal, Schwergewichte darstellen, wie macht es eigentlich Sinn, vorzustellen oder nicht? Irgendwie ist das Eulen nach Athen tragen, sehen Sie es mir nach, ich mache es trotzdem. Zu meiner Linken, Per Steinbrück, Volkswirt, studierter Volkswirt, das vereint ja einige hier auf dem Podium, mich nicht. Ich bin, wie gesagt, Philosoph, aber ich hoffe, wir kommen trotzdem zurecht. Studierter Volkswirt, hat sowohl im Wirtschaftsministerium als auch im Finanzministerium Nordrhein-Westfalen gewirkt, war dann Bundesfinanzminister
Und wir werden sicherlich heute auch auf die Expertise zu spüren kommen und zu sprechen. Sie schreiben, und das passt hier zu dem Anlass sehr gut, dass die Grundlage ist das neue Buch von Hans-Werner Sinn, Nullzinspolitik, Geldschwemme und Schuldenlawine. Bisher hat niemand prägnanter und erschöpfender die Risiken beschrieben als Hans-Werner Sinn. Wir sind sehr gespannt, warum das so ist. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlichen Applaus. Ja, niemand prägnanter und erschöpfender beschrieben. Hans-Werner Sinn prägt die intellektuelle Debatte in diesem Bereich schon seit Jahrzehnten. Wir sind extrem froh, hier zu sein, hat das IFO aufgebaut und ebenfalls zu einem großen Fixpunkt gemacht, ist Bestsellerautor verschiedenster Bücher zum Euro und hier eben das neueste Buch, das darf ich einmal spoilern, auf Platz 20, in der Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste einsteigt. Herzlichen Dank, freue mich, dass Sie da sind und herzlichen Applaus auch für Sie. Was immer großartig ist, dass das Thema, um das es heute geht, ist in erster Linie Inflation, aber nicht nur Inflation. Wunderbar ist, wenn die zeitliche Entwicklung sozusagen Anlässe gibt, ein schon virulentes Thema noch virulenter scheinen zu lassen. Wir haben zwei Sachen, möchte ich rausgreifen. Sie haben es gelesen, Anfang der Woche, Deutschland mit 5,2% Inflation, das erste Mal seit kurz nach der Wiedervereinigung mit 5,8% auf einem neuen Rekordstand. Ein zweiter Punkt, an dem ich anknüpfen will, Christine Lagarde hat am Sonntag in der FAS sich zu dem Thema eingelassen und gesagt, naja, so schlimm ist es nicht, bald ist es vorbei. Sie schreiben in Ihrer Vorbemerkung, Herr Sinn, und das hat mich sehr beeindruckt, als Volkswirt ist es Ihre Pflicht, komplizierte ökonomische Verhältnisse und Belange so zu erklären, dass sie auch jeder kapiert. Ich möchte es ernst nehmen und Sie einstiegsmäßig fragen, was ist denn eigentlich Inflation? Inflation bedeutet, Inflation bedeutet, dass das Geld, was man hat, nicht mehr so viel wert ist. Man kann nicht so viel dafür kaufen wie vorher, weil die Preise steigen. Das war kurz und bündig. die Zahlen, ich werfe sie mal in den Raum, die 5,2% haben wir gehört, USA 6,2%, der Euroraum 4,1%. Wie kommen wir denn zu diesen Zahlen und was bedeuten die konkret? Also die Zahlen sind schon wieder überholt. Im aktuellen Rand ist die Eurozone bei 4,9%, Deutschland bei 6,0 nach der Rechnung von Eurostat. Das Statistische Bundesamt rechnet ein bisschen anders mit einem anderen Warenkorb und kommt auf 5,2. Aber um das zu vergleichen, nicht, wir haben also dann praktisch 5 für die Eurozone und 6 für Deutschland. Das heißt, dass jeder, der ein festes Einkommen hat oder über Sparvermögen verfügt, jetzt schon einmal 5% weniger dafür kaufen kann, es sei denn, die Preise würden wieder fallen. Also ein Rückgang der Inflationsrate reicht nicht aus. Die müsste ja negativ werden, um das zu kompensieren. Die wird mit Sicherheit nicht negativ, sodass also jeder insofern schon mal ärmer geworden ist, wenn er feste Nominalwert gesicherte Ansprüche hat. Aus Lebensversicherungen, aus Sparverträgen, aber auch einen Gehaltszettel, auf dem bestimmtes nominales Gehalt definiert ist. Renten natürlich, bis die Anpassung kommt. Dann könnte das kompensiert werden, wenn die Gewerkschaften dann im nächsten Jahr dafür eine Kompensation verlangen. Aber auf jeden Fall bis dahin hat man schon mal weniger. Also Frau Lagarde, auffassend, im Januar wird alles besser. Ich kann auch Michael Hüter vom IW zitieren, der gesagt hat, ein bisschen mehr Gelassenheit wäre auch gut, hanseatische Gelassenheit vielleicht sogar. Sie haben gesagt, haben für viel Aufsehen gesorgt, als Sie mit Edmund Stoiber zusammen, auch mit Hans-Werner Sinn, einen Aufruf gestartet haben und sehr, sehr deutlich gesagt haben,
Wenn die Inflation, wenn es so weitergeht, wird es für gesellschaftliche Brüche, Verwerfungen sorgen. Können Sie das näher ausführen? Ja, als ich diese sehr unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe vor ungefähr 15 Monaten zusammensetzen, zu der Herr Sinn und ich auch gehören, haben wir uns sehr frühzeitig mit der Frage der gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen einer Inflation beschäftigt. Und so leid es mir tut, uns hat die Entwicklung recht gegeben und nicht Frau Lagarde. Bei aller Wertschätzung, ich kenne Sie lange, weil Sie mal meine französische Finanzministerkollegin gewesen und es ist eine im besten Sinne des Wortes Grande Dame, aber was Sie betreibt im Augenblick in meinen Augen ist eine mindestens fahrlässige Verharmlosung dessen, was wir erleben mit der inflationären Entwicklung. Und ich stimme ihr überhaupt nicht zu, dass das nur eine temporäre Erscheinung ist, die in wenigen Monaten beendet ist. Und dann fällt man zurück auf das Niveau, das die EZB immer gerne haben wollte, nämlich 2%, sondern ich sehe mehrere Auslöser, die uns das ganze Jahr 2022 damit beschäftigen werden. Darauf kommen wir vielleicht zeitlich zurück. Der Punkt ist, dass in Deutschland das Thema Inflation und Vermögensvernichtung sehr tief in unserer Mentalität verankert ist. Denken Sie an die Kriegskredite 1914, 1918, denken Sie an 1923, denken Sie an 1929, Weltwirtschaftskrise 45, 49, nicht zu vergessen eine Währungsreform für all diejenigen, die aus den neuen Ländern zu uns gekommen sind und letztlich ja sogar ein vollständiger Währungswechsel auch nochmal mit Einführung des Euro, wo viele schon damals den Eindruck gehabt haben, dass letztlich ihre Kaufkraft jedenfalls angeknabbert wird. Also ist diese Mentalität, diese historischen Reminiszenzen an das, was das bedeutet in Deutschland, sehr stark verankert. Absatz und letzte Bemerkung, ja, wir haben es nicht nur damit zu tun, dass über die Nullzinspolitik Sparvermögen entwertet worden sind, was längst registriert worden ist, sondern jetzt kommt zusätzlich hinzu eben auch der Kaufkraftverlust, den Herr Sinn bereits bezeichnet hat. Und das kann sich sehr schnell zu einer gesellschaftlich-politischen, ja fast sprengstoffartigen Entwicklung im nächsten Jahr entwickeln, zumal dies auch mit verteilungspolitischen Komponenten oder jedenfalls Konsequenzen verbunden ist. Denn es gibt bestimmte Einkommensschichten oder Sozialschichten, die davon sehr viel stärker betroffen sind als diejenigen, die in Realwerte investiert haben. Also Immobilien oder Aktien, gleich Anteile an Unternehmen und davon nicht so betroffen sind wie diejenigen, die in der Tat überwiegend Spareinlagen haben oder gar nicht in der Lage sind, Anlagen zu finanzieren, weil sie es für ihren täglichen Lebensbedarf brauchen. Wir kommen dazu sicherlich noch, wenn es darum geht, wer verliert. Für mich, Sie schreiben als Zitat, die EZB, ich zitiere, versucht etwas, was sie nicht kann und nicht darf. Mich würde interessieren, was kann die EZB nicht? Und selbst wenn sie es könnte, was darf sie denn nicht? Also sie darf keine Inflation machen. Der Maastrichter Vertrag ist hier ja eindeutig. Es gibt nur ein einziges Ziel, was der EZB vorgegeben wurde, und das ist die Preisstabilität. Andere Zentralbanken haben andere Zielvorgaben. Die amerikanische Zentralbank zum Beispiel darf auch auf die Beschäftigung und die Wirtschaftsentwicklung schauen. Das Wachstum hat also ein ganzes Ziel-Potpourri. Und das ist bei uns anders. Es gibt nur ein Ziel und das Ziel ist vorrangig und es darf auch nicht abgewogen werden gegen andere Ziele, Preisstabilität. Und die EZB hat aber jahrelang gesagt, Preisstabilität heißt 2% Inflation. Wo man sich fragt, wieso und warum kann man das sagen? Gut, also es gibt gewisse ökonomische Gründe, dass man ein bisschen Inflation als Schmiermittel braucht und dann geht manches leichter. Das war tolerabel. Und dann hat sie aber immer mehr Geld in Umlauf gebracht, indem sie Staatspapiere gekauft hat, vor allem seit 2015, um die Inflation anzuschieben. Nur, das ist ja zunächst gar nicht gelungen. Und auch die jetzige Inflation ist nicht auf die EZB zurückzuführen, denn das Geld ist nur so, die Geldmenge bestimmt einen Rahmen dessen, bis zu dem ein Preisniveau steigen kann. Aber ob es steigt, das hängt an ganz anderen Dingen. Das heißt, sie hat versucht, Inflation zu machen, ein bisschen. Das ist ja nicht einmal gelungen. Wir waren nie auf die 2%, die sie da vorgegeben hatte,
gekommen, weil die Wirtschaftssubjekte das Geld gehortet haben. Die Geldmenge ist in den letzten 13 Jahren, wenn ich mal anfange, 2008 zu zählen, als die große Lehman-Krise war, von 880 Milliarden auf inzwischen 6,1 Billionen gestiegen. Das ist eine Versiebenfachung und die Wirtschaftsleistung ist kaum gestiegen in der Zeit. Das ist ein riesiger Geldüberhang. Man würde sagen, hätte es doch jetzt schon Inflation geben müssen. Gab es aber nicht, weil das Geld gehortet wurde. Es wurde in den Tresoren, in den Portemonnaies, unter der Matratze gelagert und die Banken insbesondere haben es gelagert auf ihren Konten bei der jeweiligen Zentralbank. Insofern war das eigentlich unwirksam. Das Problem ist nur, wenn aus irgendwelchen anderen Gründen eine Inflation entsteht, und darüber können wir gleich reden, was die anderen Gründe sind, dann müsste sie diese Geldmenge wieder einsammeln. Aber das ist so fürchterlich viel, dass sie das gar nicht kann. Das kann sie insbesondere deswegen nicht, weil das Geld in Umlauf gekommen ist durch den Kauf von Staatspapieren. Vor allem für 4.000 Milliarden Euro sind Staatspapiere gekauft worden von den Notenbanken des Eurosystems. Und wenn man die wieder, diese Käufe rückgängig machen wollte, um das Geld einzusammeln, ja, die EZB verkauft die wieder, dann kommt es zu einem Kursverfall und dann käme es zu einem Zinsanstieg, den die Staaten kaum verkraften können. Und den Kursverfall könnten die Banken nicht verkraften, die ähnliche Papiere noch in ihren Büchern haben. Die hätten riesige Abwertungsverluste. Und als Folge dieser Verluste gäbe es ein großes Bankensterben. Da das jeder weiß, wird die EZB den Rückwärtsgang oder die Bremse hier gar nicht aktivieren können. Indem sie diese besondere Politik des Kaufs der Staatspapiere gewählt hat, fehlt eigentlich die Möglichkeit der Rückabwicklung. Und das ist die Gefahr, wenn jetzt Corona-bedingt wir Lieferengpässe haben, wie eben schon seit einer ganzen Weile, nicht nur in Deutschland, sondern auch in China und überall. Und wir haben gleichzeitig hohe Staatsverschuldung und dadurch induzierte Nachfrage. Das treibt im Moment die Inflation. Darüber haben wir geredet. Und die müsste man jetzt bremsen. Man kann sie aber gar nicht bremsen. Was macht die EZB jetzt? Sie redet sie schön, beziehungsweise verharmlost sie, wie Sie gesagt haben. Es ist also für meine Begriffe Realitätsverweigerung, was die EZB hier betreibt. Ich sage Ihnen noch eine andere Zahl und dann höre ich auf, weil ich will ja jetzt hier keinen Monolog halten. Es gibt verschiedene Preisniveaus. Nicht nur das Konsumentenpreisniveau, welches um 5,2 bzw. 6% binnen Jahresfrist gestiegen ist, sondern es gibt auch das Preisniveau der gewerblichen Waren, wo man die ganzen Zwischenprodukte der Firmen mit erfasst und nicht nur die Endprodukte. Der Preisindex der gewerblichen Erzeugerpreise ist binnen Jahresfrist um 18,4% gestiegen. 18,4. Ist das viel? Ist das wenig? Es ist viel. Sie finden in der deutschen Nachkriegsgeschichte seit 1991 kein Jahr, wo das ähnlich war. Selbst bei der großen Ölkrise, bei den Ölkrisen der 70er Jahre, hatten wir ein Maximum von 16,4%. Wir sind jetzt 2 Prozentpunkte drüber. Also man muss 70 Jahre zurückgehen in der deutschen Geschichte bis 1951, um vergleichbare Zahlen zu finden. Wir haben so gesehen derzeit eine Inflation, wie man sie in einem Menschenalter kaum beobachten kann. Und dann sagt die EZB, das ist doch nichts, ist doch harmlos, geht wieder weg. Sorry, das ist Realitätsverweigerung. Was sind denn, Sie haben es angesprochen, die wahren Gründe für die Inflation aus Ihrer Sicht? Wir haben Treibstoff, das haben wir jetzt gelesen, das ist natürlich ein extremer Treiber ist. Was sind andere Gründe, ganz konkret? Ja, es gibt gewisse Einmaleffekte, auf die EZB ja dann auch immer Bezug nimmt. Also die Tatsache, dass dann die Mehrwertsteuer nach einer kurzen Zeit wieder erhöht worden ist. In der Tat gehen die Energierohstoffpreise hoch, auch weil die sogenannte CO2-Abgabe erhöht worden ist.
Aber das ist es nicht alleine. Die Lieferengpässe hat Herr Sinn schon angedeutet und ich glaube nicht, dass die nur temporär gelten. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Containertransport zwischen Hamburg und Shanghai inzwischen von ungefähr 3.000 Euro auf 17.000, 18.000 Euro hochgegangen ist. Und da ungefähr 90% des Welthandels über See abgewickelt werden, können Sie sich vorstellen, was das heißt, mit Blick auf diese enorm gewachsenen Transportkosten und damit die Überlagerung oder Verlagerung auf die jeweiligen Produkte, die damit verbunden sind. Dann haben wir eine weitere Entwicklung, die bisher in der Diskussion kaum eine Rolle spielt. Sie müssen sich vorstellen, dass die amerikanische Zentralbank, Fed genannt, abgekürzt, die hat ganz langsam schon eine Art Änderung in Gang gesetzt, insbesondere durch Verlautbarung ihres Präsidenten, der heißt dort Powell. Und inzwischen hat eine amerikanische 10-jährige Anleihe eine Rendite von plus 1,8%. Eine deutsche Anleihe 10 Jahre hat eine Rendite von minus 0,2%. Das heißt, das, was die Ökonomen ein Spread nennen, also der Unterschied beträgt 1,8%. Das bedeutet, dass natürlich Kapital aus Europa, weil es hier keine entsprechende Rendite bekommt, in die USA abfließt. Das heißt, dass der Dollar immer stärker wird, das heißt, dass der Euro immer schwächer wird, was erleben wir gerade mit Blick auf einen sehr schwachen Euro. Und das heißt wiederum, dass die Importpreise in Deutschland deutlich steigen werden. Die Exportpreise nicht, aber die Importpreise. So, das ist mindestens ein nicht nur für Monate festzustellender temporärer Effekt, sondern es ist ein längerfristiger Effekt. Und ebenfalls eine Energiewende läuft jedenfalls mittelfristig darauf hinaus, dass wir von relativ billiger Energie, die wir nicht mehr haben wollen, umstellen müssen auf eine sehr viel teurere Energieversorgung. Und auch dies wird weiter die Preise steigen lassen. Das heißt, wir haben mehrere Trigger oder Auslöser, wenn Sie so wollen, die in meinen Augen das Gerede von der temporären Erscheinung der Inflation doch in ein Reich der, wie ich gesagt habe, Verharmlosung oder Realitätsverweigerung verweisen. Nun gebe ich zu, letzter Satz, die EU, die EZB ist natürlich in einer wahnsinnigen Spagatsituation. Denn wenn sie sich mit der Frage beschäftigen würde, wie können wir denn dagegen angehen und wie kommen wir denn von der Liquiditätspumpe wieder runter und können wir langsam einsteigen in eine Zinswende, dann weiß sie natürlich sehr genau, dass sehr hochgradig verschuldete Staaten, insbesondere im mediterranen Raum, in erhebliche Schwierigkeiten bekommen, weil ihr Kapitaldienst sich deutlich verteuert. Da liegt plötzlich selbst eine leichte Zinserhöhung bei den sich regelmäßig revolvierenden Staatsverschuldungspapieren, die sie platzieren müssen und die dann gegebenenfalls gekauft werden, kriegen sie wie eine Garotte, wie eine Schlinge liegt die um ihren Hals. Und bei Ländern, die wie Italien 140-150% Staatsverschuldung haben bezogen auf ihre jährliche Wirtschaftsleistung, von Griechenland will ich gar nicht reden, die sind über 200%, können Sie sich vorstellen, dass die enorme Mühe haben, aus ihrem Staatshaushalt diesen wachsenden Kapitaldienst zu finanzieren und damit die EZB vor der sehr schwierigen Frage steht, wie halten wir denn die Eurozone zusammen, wenn insbesondere der Club Mediterranee erhebliche Schwierigkeiten hat, diesen Kapitaldienst ohne wirtschaftliche Verwerfung oder negative Rückwirkungen zu bewältigen hat. Darf ich nur kurz, damit es so ein bisschen Zwiegespräch auch wird, eine Ergänzung anbringen, was also die von mir zitierten 18,4% bei den gewerblichen Erzeugerpreisen betrifft. Das sind Preise netto nach Mehrwertsteuer. Das heißt, dieser Sondereffekt, der damit zu tun hat, dass die Mehrwertsteuer letztes Jahr gesenkt wurde und dann wieder erhöht wurde, der ist zwar bei den Endproduktpreisen relevant, aber nicht bei diesem Preisindex und trotzdem haben wir 18,4. Und die anderen europäischen Länder haben auch solche Preissteigerungen. Italien liegt in der gleichen Größenordnung, Frankreich ein bisschen weniger. Spanien liegt bei 23% Preissteigerung. Bei den Zwischenprodukten, nicht bei den Konsumentenendprodukten. Jetzt ist die Frage, können die Lieferanten der Endprodukte das abpuffern oder geben sie diese Preissteigerungen dann weiter? Das wird die Zukunft zeigen. Das Statistische Bundesamt sagt, dass diese gewerblichen Erzeugerpreise eine Vorlauffunktion haben und uns zeigen, welche Gefahren noch auf uns zukommen. Herr Steinbrück hat die Energiewende angesprochen, die kommt auch in Ihrem Buch. Äußern Sie sich dazu auch? Teilen Sie da die Meinung von Herrn Steinbrück oder widersprechen Sie? Ja, die
Wir teilen sämtliche Meinungen, stelle ich fest. Großartige Nachricht für den Abend. Sonst wären wir ja auch nicht. Ich habe ja auch seine frühere Politik immer sehr gut gefunden. Also das, da passt nicht viel dazwischen. Das ist, aber trotzdem im Detail mag es unterschiedliche Meinungen. Also die Energiewende wird ja manchmal verkauft als etwas, was also uns zum Vorreiter einer neuen weltwirtschaftlichen Entwicklung macht. Also es gibt zwei Argumente. Das eine ist, wir müssen das Klima retten. Das ist ein so valides Argument. Und das andere ist, wir haben auch noch was davon. Nicht? Wir werden Vorreiter dieser Entwicklung, der Lebensstandard steigt, Jobs werden entstehen und so weiter. Die Welt wird sich reißen nach unseren grünen Technologien, die wir nun als erste entwickeln. Und das halte ich für Wunschdenken. Davon kann nicht die Rede sein. Denn wenn es so wäre, dann bräuchte man ja keine staatlichen Verbote der fossilen Brennstoffe, sondern wenn die grünen Technologien billiger sind und die Energie billiger liefern, dann passiert das ja von ganz alleine über die Märkte. Nicht? Wenn der Staat aber intervenieren muss und muss also alles Fossile mal verbieten und die Kernkraft dazu, damit die grüne Technologie hochkommt, dann ist das ja der beste Beweis dafür, dass sie teurer ist. Und wie teuer sie ist, sehen Sie an den Strompreisen. Wir liegen bei etwa 33 Cent pro Kilowattstunde. Damit sind wir Weltmeister. Es gibt kein anderes Land auf der Erde und jedenfalls unter den entwickelten Ländern, welches so hohe Strompreise hat wie Deutschland, weil eben das offenbar ein sehr, sehr, sehr teurer Weg ist, den wir wählen. Gut, aus edlen Motiven, man kann das verteidigen, dass man das so macht, aber man darf nicht behaupten, dass es jetzt auch noch billiger würde. Da sind wir bei der Politik, und was ich mir natürlich nicht gefallen lassen kann, dass zwischen Sie kein Blatt passt. Ich zitiere mal eine Kapitelüberschrift, die heißt, warum Politiker Schulden lieben und warum linke Politiker das ganz besonders tun. Schreibt er. Wie ist das jetzt mit dem Blatt zwischen Ihnen beiden? Was sagen Sie dazu? Ja, Schulden sind nicht nur von irgendwelchen durchgeknallten Linken gemacht worden oder Halblinken, sondern auch von den Halbrechten. Das ist nicht so selten. Und für Politiker ist es in der Tat der leichtere Weg, sich die Zustimmung von Wählern und Wählerinnen, sagen wir mal, zu verschaffen, indem man soziale Goodies organisiert oder eigentlich private Aufgaben in eine staatliche Finanzierungszuständigkeit überträgt. Das mögen Sie ja auch alle sehr gerne, wie Sie hier sitzen, ne? Damit der Abend für Sie auch ein bisschen unbequem wird. Na? Also Sie haben ja auch nichts dagegen, wenn der Staat dann gegebenenfalls Schulden macht und damit Ihr eigenes Portemonnaie entlastet und die Konsequenzen dieser Verschuldung, die leuchtet einem nicht so jedem ein. Ich will darauf hinweisen, Schulden an sich kann man sehr unterschiedlich beurteilen. Sie müssen nicht nur negativ beurteilt werden. Wenn ein Staat Schulden aufnimmt und diese Schulden investiert in materielle Infrastruktur, in personelle Infrastruktur, in die Digitalisierung, in Bildung etc., dann ist das etwas, was man sagen kann, also da macht ein Staat Schulden und er kauft Zukunft. Wenn er damit Forschung und Entwicklung finanziert, wenn Innovationen darüber entstehen und zukünftige Wachstumspotenziale. Darüber kann man lange reden und da gehöre ich zu den Politikern, die sagen, eine solche Verschuldung ist nicht von vornherein negativ behaftet, sondern in meinen Augen bis zu einem gewissen Grad vertretbar. In dem Augenblick aber, wo ein Staat diese Schulden verwendet und nur konsumtiv ausgibt, zum Beispiel in weitere soziale Wohltaten, weil Sie und ich alle das sehr gut finden. Unabhängig davon, dass der deutsche Sozialstaat eigentlich ziemlich weit entwickelt ist, wenn Sie sich vorstellen, dass ungefähr 30-31% unserer jährlichen Wirtschaftsleistung inzwischen in einen Sozialhaushalt fließen. Dann kommt man zu dem Ergebnis, das ist nicht der Kauf von Zukunft, sondern das geht zulasten kommender Generationen. Und das Problem in Europa mit Blick auf die Verschuldung ist, dass viele Länder die Spielräume, die sie gewonnen haben, über den Beitritt auch zum Euro, und sehr viel günstigere Finanzierungskonditionen bekommen haben auf den Kapitalmärkten, dieses Geld nicht benutzt haben zur Ertüchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, zur Verbesserung, was man im Englischen nennt, ihrer Governance, und nicht benutzt haben, um zu investieren, sondern sie haben es konsumiert. Um ein Beispiel zu nehmen, eine italienische Staatsanleihe Mitte der 90er Jahre, 10 Jahre Laufzeit, musste ungefähr eine Rendite haben von 15-16%. Weil die Investoren eingepreist haben, ein Abwertungsrisiko, ein Inflationsrisiko. Nach Beitritt zur Eurozone
Wenige Jahre später musste für dieselbe italienische Staatsanleihe der italienische Staat höchstens noch eine Rendite zahlen von 2-3%. Das galt auch für Griechenland und für andere. So, und daran können Sie sehen, dass diese Vergünstigung ihrer Kondition, weil sie nämlich von der Bonität in der gesamten Eurozone profitiert und maßgeblich von der Bonität Deutschlands, und das meine ich nicht hochnäsig, dass das nicht genutzt worden ist, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, insbesondere auch ihre Governance bis zum Aufbau von mir aus einer effizienten Steuerverwaltung und was alles dazugehört. Also muss man Schulden etwas differenzierter sehen. Was macht ein Staat mit den aufgenommenen Schulden? Teilen Sie das Verständnis von Schulden so? Ja, im Prinzip schon. Nur die Frage ist ja immer, wenn ich jetzt produktive Zukunftsinvestitionen habe, muss ich sie über Schulden finanzieren? Es gibt ja viele Wege, sie zu finanzieren. Ich kann die Steuern erhöhen, ich kann andere Ausgaben des Staates senken. Warum muss die zukünftige Generation herangezogen werden, die ja dann für die Schulden aufkommen muss? Also, und gerade in der heutigen Zeit kommt ja noch eben dieses Inflationsthema hinzu. Ich darf das nochmal in aller Schärfe sagen, wir sind heute in einer inflationär überhitzten Wirtschaft. Und Schulden machen, auch für gute Zwecke, bedeutet, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern, Investitionsgütern, Gütern aus laufender Produktion steigt und dass diese Inflation weiter angeheizt wird. In einer gesunden, funktionierenden Wirtschaft würde Schulden machen bedeuten, dass die Zinsen steigen. Bei steigenden Zinsen verzichten private Investoren aufs Investieren und geben praktisch Ansprüche aufs Sozialprodukt, die sie sonst realisiert hätten, mit Krediten frei, und der Staat kann stattdessen diese Ansprüche realisieren. Das heißt, es findet eine Verdrängung statt der wirtschaftlichen Aktivität von dem, was die Privaten gekauft hätten, hin zum Staat über den Zinsmechanismus. Dieser Zinsmechanismus ist durch die Politik der Europäischen Zentralbank ausgehebelt. Die will das nicht machen, die will den nicht laufen lassen, die Zinsen sind niedrig. Ja, die Verdrängung findet aber gleichwohl statt. Wenn es dem Staat gelingt, für welche schönen Projekte auch immer, jetzt echte ökonomische Ressourcen zu beanspruchen, dann entzieht er sie anderen Verwendungen. Und dieser Entzugsprozess läuft im Moment über Inflation. Also entweder findet der Entzug über steigende Zinsen oder über steigende Preise statt. Da die Zinsen blockiert sind durch die Politik der EZB, findet er derzeit über steigende Preise statt. Und das bedeutet, dass also im Moment über Verschuldung jedweder Art zu reden, falsch ist. Ja, wir hätten in einer Rezession in der Vergangenheit, da konnte man dieses Argument führen. Und ich sehe die öffentliche Debatte immer noch so, als hätten wir also ein Szenario wie vor 5 Jahren. Wir sind in einem neuen Regime. Wir sind im Moment im Regimewechsel hin zu einer überhitzten Wirtschaft, die inflationär ist. Und da müssen wir Schulden tilgen und nicht etwa neue machen, für welchen Zweck auch immer. Sie haben kurz aufgehört. Ja, genau. Bei dem Letzteren stimme ich wieder überein. Bei dem Ersteren will ich versuchen, das in ein Bild zu fassen, das sich doch ein bisschen unterscheidet. Also, wenn Sie als Privatleute ein Jahreseinkommen haben, als erstes sagen wir von 50.000 Euro, und Sie haben Schulden aufgenommen und müssen einen Kapitaldienst leisten von 10.000 Euro im Jahr, dann haben Sie erkennbar eine Schuldenquote von 20%. Das heißt, nur 80% sind für Sie Spielmasse und verfügbar, unabhängig davon, was Sie an Miete zahlen müssen. Können Sie aber Ihr Einkommen von 50.000 Euro, um ein nächstes Beispiel zu schildern, auf 100.000 Euro erhöhen, Wachstum, dann ist Ihre Schuldenquote nur noch 10%. Und Sie haben 90.000 oder 90% dieser Summe als Gestaltungsmasse. Das heißt, die Frage, welche Rolle Schulden spielen, sind sehr stark davon abhängig, jetzt volkswirtschaftlich und nicht einzelwirtschaftlich gesehen, können Sie Wachstum generieren und können Sie mit den aufgenommenen Schulden ein höheres Wachstum erzielen, als wenn Sie diese Schulden nicht investiert hätten. Das unterscheidet mich jedenfalls leicht von Herrn Professor Sinn, weil ich zu dem Ergebnis komme, so investierte Schulden, die das Wachstum, das Potenzialwachstum einer Volkswirtschaft erhöhen, erhöhen auch den Spielraum der Verwendung, und auch der Kapitaldienst für nachfolgende Generationen wird sehr viel geringer.
Ich gebe zu, das ist im Augenblick nicht der Fall. Aber von vornherein zu sagen, wir legen über den Begriff Schulden nur eine Art negativer Bewertung, ist jedenfalls aus einer politisch, wie ich zugebe, manchmal eher theoretischen Sicht nicht richtig. Nee, das würde ich auch nicht machen. Es gibt durchaus wirtschaftliche Situationen, wo Schulden zu machen angemessen ist, konjunkturell oder auch strukturell. Bei Katastrophen insbesondere gibt es das Argument, dass die Last der Bewältigung dieser Katastrophe nicht von der jetzigen Generation alleine getragen werden sollte, sondern dass auch die zukünftigen über Schulden sich da beteiligen. Aber es bleibt dabei, wir sind heute, also der liebe Gott hilft hier nicht mit, sagen wir mal so. Ja? Wenn ich Ressourcen brauche, die ich für gute, staatlich definierte Zwecke einsetze, muss ich sie anderen Verwendungen entziehen. Die Arbeitskräfte, die sonst was anderes produziert hätten, werden jetzt in den Sektor geleitet, den der Staat hier entwickeln möchte, sei es ein grüner Sektor zum Beispiel. Das Kapital, was sonst anderswo gewerkelt hätte, wird vom Staat absorbiert, in einen neuen Sektor geleitet. Das kann ja eine Verbesserung sein, es muss aber keine Verbesserung sein, denn das Kapital hätte auch im privaten Sektor sinnvolle Funktionen gehabt. Man darf nicht übersehen, das Wachstum kommt im Wesentlichen über die privaten Investitionen. Die sind 90% und 10% sind staatliche Investitionen. Jedenfalls in unserer Wirtschaftsordnung. Es gab ja mal in Deutschland vor kurzem eine Wirtschaftsordnung, wo man 90% staatliche Investitionen und 10% private hatte, in der Hoffnung, dann würde man noch besser wachsen, weil die Politik ja viel besser weiß, wo das Wachstum herkommt, als die Privaten das können. Aber das hat sich nicht so bewahrheitet. Sie haben gesagt, die Frage ist dann nur, um darauf zurückzukommen, was Herr Sinn sagte, die Schulden nicht zu erhöhen, sondern die notwendigen staatlichen Aufgaben und die Modernisierung dann zu finanzieren. Und dafür gibt es dann zwei Möglichkeiten, die Herr Sinn schon andeutete. Die erste Möglichkeit ist, die Steuern zu erhöhen. Das finden Sie alle gut, ne? Steuererhöhung? Ja? Zustimmung? Nee. Also Steuererhöhung wollen Sie nicht. Zumal die Steuerquote in Deutschland ohnehin in der letzten Zeit gewachsen ist und im internationalen Wettbewerb auch die Unternehmensbesteuerung eigentlich eine neue Reform erfahren müsste und Sie als Privatleute Lohnsteuer, Einkommensteuer ja auch nicht so witzig finden. Und die Umsatzsteuer wollen Sie auch nicht erhöhen. Okay, fällt also weg. Gut, dann geht es darum, dass bisherige Maßnahmen gekürzt werden. Okay, wollen wir die mal durchgehen? Kultur? Nein. Sportförderung? Nein. Bildung? Nein. Infrastruktur, ÖPNV? Nein. Und so weiter und so weiter und so fort. Das ist dann die öffentliche Debatte, vor der ein Politiker steht. Das heißt also, die Neigung, die Steuern zu erhöhen, um wichtige Zukunftsaufgaben zu finanzieren, ist so rudimentär, wie ich das gerade in allen Ihren Gesichtern gelesen habe. Und die Bereitschaft, sagen wir mal, Kürzungen durchzuführen, die ist ebenso unterentwickelt, wie ich das auch bei Ihnen gelesen habe. Ich wollte zum Beispiel mal die Entfernungspauschale abschaffen. Ich habe mit dem damaligen Ministerpräsidenten Koch das erste Mal eine Subventionsabbauliste durchgesetzt. Was glauben Sie, was wir dort an Widerständen alles an den Hals gekriegt haben? Dieselprivileg in der Landwirtschaft? Nein, auf keinen Fall. Herdprämie? Nein, ist hier in Bayern in Gang gesetzt worden, in meinen Augen völliger Idiotenkram. So kann ich das im Einzelnen alles durchgehen und dann kommen wir an sehr spezifische, konfliktbehaftete Themen, wo ich mir wünschen würde, dass darüber auch ähnlich konfliktbehaftet in der öffentlichen Debatte dann diskutiert wird und sich nicht alle Beteiligten plötzlich in ihre Löcher zurückziehen und sagen, nee, ich will keine Steuererhöhung, ich will aber auch keine Kürzungen in irgendwelchen Haushaltstiteln. So läuft es nicht, meine Damen und Herren. Sie haben angesprochen, in Katastrophenfällen, so, da wäre das eine valide Option. An Sie beide gefragt, ich glaube, Corona kann man als Katastrophe bezeichnen. Also alles richtig gemacht? Handelt die Bundesregierung dort gerade genau richtig? Ja, also wir haben ja im Grundgesetz die Schuldengrenze, die übrigens Herr Steinbrück damals durchgesetzt hat, aber mit Ausnahmen. Und eine wichtige Ausnahme ist eben solch eine Naturkatastrophe, dann darf sich der Staat tatsächlich verschulden, um unabweisbare aktuelle Lasten zu finanzieren.
Er muss aber dann auch gleich einen Tilgungsplan entwickeln und er darf auch dieses Recht nicht missbrauchen. Missbraucht er es? Da fängt jetzt ja die Diskussion an. Diese Ausnahme soll noch im kommenden Jahr gelten. Die Frage ist, ob dann Corona wirklich noch so virulent ist oder nicht. Wir werden ja den Impfzwang kriegen. Nach meiner Einschätzung kommen wir dann hoffentlich raus aus dieser Misere. Und einige sagen, ja, jetzt dürfen wir uns verschulden nach Belieben und da können wir uns doch ein Polster anlegen. Können wir das Geld können wir irgendwo parken und können es dann sukzessive später ausgeben. Das geht natürlich nicht. Das ist ja nicht von Ihnen gemeint gewesen. Und es ist auch wohl rechtlich nicht zulässig. Nein, in dem Augenblick, wo auch eine neue Regierung da tricksen würde, Stichworte sind ein Sondervermögen anzulegen und dergleichen, bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Opposition ziemlich schnell zum Bundesverfassungsgericht gehen würde und sich bezieht auf die in der Tat im Grundgesetz inzwischen verfassungsgemäß festgelegte Schuldenbremse zu rekurrieren. In der Tat, mit anderen zusammen war mir damals gelegen, eine solche Schuldenbremse einzuziehen und zwar im schlechten Sinne einer Generationsgerechtigkeit. Wir haben jetzt viel über Schulden gesprochen. Staatsverschuldung ist einer der Untertitel. Ein anderer Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist das Thema der Negativzinsen. Können Sie, es geistert durch die Gazetten, es kommt immer wieder, können Sie kurz erklären, was meint es und was bedeutet es vor allem konkret? Ja, also normalerweise beim Schuldverhältnis, da gibt der Gläubiger dem Schuldner Geld und kriegt es dann später wieder und noch ein bisschen dazu. Das nennt man den Zins. Und jetzt ist es aber so, er kriegt nicht alles wieder, sondern das Einkommen, das Zinseinkommen liegt jetzt beim Schuldner und nicht beim Gläubiger, beim Sparer. Das heißt negativer Zins und das ist irgendwie eine perverse Welt. Insbesondere keine für uns Deutsche sehr schöne, denn durch die großen Exportüberschüsse haben die Deutschen nach Japan das größte Netto-Auslandsvermögen auf der Welt geschaffen. Ja, wir haben ja die Exportgüter nicht verschenkt, sondern dafür haben wir Vermögenstitel im Rest der Welt gekauft. Und wenn jetzt die Zinsen negativ sind, dann sind wir ja Verlierer. Die Schuldner in der Welt, es gibt viele Schuldnerstaaten, der größte sind die USA, aber auch in Europa haben wir viele Schuldnerstaaten, die sind natürlich tendenziell die Gewinner von Null- und Negativzinsen. Und Deutschland und Japan sind die großen Verlierer von Null- und Negativzinsen. Der deutsche Staat als solcher profitiert, aber Deutschland ist ja nicht der deutsche Staat alleine. Es gibt ja noch die Unternehmen und die Haushalte auch noch. In der Summe sind man alle drei Aggregate zusammen, sind wir nicht Schuldner gegenüber dem Rest der Welt, sondern Gläubiger und verlieren insofern durch diese Null- und Negativzinspolitik. Man kann das auch ausrechnen, wie viel das ist. Es geht in die Hunderte von Milliarden Euro an Zinsverlusten, die wir schon haben und auch entsprechend Zinsgewinnen bei den südeuropäischen Krisenländern. In dem Buch ist eine Rechnung dazu dargestellt, wo man das nachvollziehen kann. Ich glaube, wir sind so bei 500, 600 Milliarden Gewinne aus den künstlich gesenkten Zinsen bei vor allem den mediterranen Ländern. Was könnte man aus Ihrer Sicht genau dagegen tun? Die Kavallerie schicken vermutlich oder reicht die Präsenz im Fort aus oder was macht man? Die Kavallerie war völlig in Ordnung. Das ganze Schweizer Bankmodell beruhte darauf, vorsätzlich deutsche Steuerzahler zum Steuerbetrug oder zur Steuervermeidung einzuladen. Aber das ist ein anderes Thema und gelegentlich habe ich versucht, auch mit einem gewissen Verbalradikalismus auf Themen aufmerksam zu machen. Ist mir nicht immer gelungen. Die Intention der EZB ist gewesen, wir müssen die Banken zum Jagen tragen. Also wir müssen den Banken, die Überschüsse Liquidität haben und die dann parken beim Zentralbanksystem, einen Negativzins aufbrummen, weil das ein Anreiz sein könnte, dass sie die Liquidität, die sie haben, ausleihen an Investoren, an Konsumenten und damit Wirtschaftswachstum ankurbeln. Und diese Kalkulation der EZB ging, auf Deutsch gesagt, vollständig in die Hose, weil das passierte, was Herr Sinn schon gesagt hat, sie horteten das Geld.
Und diese Situation haben die Banken dann, weil sie bei dem Zentralbanksystem 0,2% oder wie viel auch immer negativ für ihre Einlagen zahlen mussten, an Sie und an uns als Konsumenten weitergegeben, indem jede Sparkasse, inzwischen auch jede Raiffeisenbank oder Volksbank und private Geschäftsbanken sagen, also die damit verbundenen Kosten trage ich nicht alleine, sondern das gebe ich weiter an Otto Normalbürger. Und so ist das zustande gekommen. So, das hat die Effekte, hat mehrere Effekte. Der Haupteffekt in meinen Augen, der hochgefährlich ist, dass der Zins seine Rolle als Indikator für Risiko und Bonität nicht mehr abbildet. Also normalerweise würde der Zins ja insbesondere auch im Verhältnis zwischen verschiedenen Staaten abbilden, wie ist es denn um die Bonität von Deutschland, von Italien, Niederlanden, Frankreich bestellt, und es würde sich abbilden in der jeweiligen Rendite oder in dem Zins, die die für eine Staatsanleihe zu bezahlen haben. Das tut es nicht mehr. Und das gilt auch für andere Anleger. Das heißt, wir müssen befürchten, dass über diese Bereitschaft, so billig an Geld heranzukommen, eine ganze Reihe von Staaten entweder nicht gezwungen werden, Reformen durchzuführen, oder auch eine Reihe von Unternehmen, auch von Banken, sich zu Zombie-Unternehmen und zu Banken, Zombie-Banken entwickeln, die nur noch überleben, weil sie so billig an Liquidität, an Kapital herankommen. Das ist aber langfristig wachstumsschädlich, weil sie dabei Marktteilnehmer am Leben erhalten, die eigentlich in einer Marktwirtschaft aufgrund eines unzureichenden und nicht wettbewerbsfähigen Geschäftsmodells verschwinden müssten. Das heißt, über einen längeren Zeitraum ist das hochgradig schädlich mit Blick auf zukünftige Wachstumspotenziale. Das betrifft nicht nur Banken, es betrifft auch Unternehmen, Sie haben völlig recht. Oder auch von mir aus Private, die sich überschuldet haben, die sich aber im Augenblick immer refinanzieren können, und eines Tages kommt aber der Ernstfall. So, das ist die Lage, die ich für hochgradig gefährlich halte. Das heißt, der Zins hat seine zentrale Rolle als Indikator für Risiko und Bonität aufgegeben. Und der zweite Punkt ist, die Geldpolitik hat den Instrumentenkasten verloren, wenn es zu Krisen kommt. Geldpolitik hat keinen Spielraum mehr, kann nichts mehr machen, denn was wollen Sie noch tun, wenn der Zins sowieso schon null ist? Das heißt, jedes Krisenmanagement kann sich nur noch auf die Fiskalpolitik konzentrieren. Die Geldpolitik ist ausgefallen als Instrumententasten zur Krisenbereinigung. Ist das so? Ist das ausgefallen aus Ihrer Sicht oder sehen Sie da... Herr Steinbrück meint, ist, dass wenn es mal wieder eine Rezession gibt, dann müsste man vielleicht die Zinsen senken, aber sie sind schon am Anschlag. Vielleicht sollten wir darüber kurz reden, was ist der Anschlag? Der Anschlag liegt ungefähr bei Null, aber ein klein bisschen niedriger. Am Interbankenmarkt ist der Zins heute minus 0,5%, was auch fast Null ist ungefähr. Warum Null? Das liegt daran, dass es Bargeld gibt. Wenn der Zins negativ ist, welcher vernünftige Mensch würde denn dann sein Geld verleihen? Dann hält er doch lieber das Geld als Bargeld im Tresor. Nicht? Dann hat er wenigstens nach einem Jahr nochmal dieselbe Geldmenge, statt dass er weniger hat. Insofern ist die Existenz von Bargeld zugleich eine Zinsuntergrenze. Das sehen einige als problematisch an, weil es eben manchmal vielleicht sogar sinnvoll sein könnte, noch viel stärker negative Zinsen zu haben, um die Wirtschaft auf Trab zu bringen. Andererseits, und dazu würde ich mich zählen, wird das Argument gebracht, dass das Bargeld vor Ausbeutung schützt. Denn zum Glück geht es ja nun nicht viel weiter als 0 oder minus 0,5%. Wenn es kein Bargeld mehr gäbe eines Tages, wenn wir nur noch digitales Geld hätten, und digitales Zentralbankgeld ist ja in Vorbereitung, dann ist die Zinsuntergrenze weg, dann kann man nämlich auf dieses digitale Zentralbankgeld auch einen negativen Zins setzen, und es ist völlig flexibel. Dann ist dieser Schutz aber auch weg, und ich hätte große Angst davor, in ein solches Regime zu gehen, wo es kein Bargeld mehr gibt. Die Wirksamkeit der Geldpolitik ist aber, das ist ein theoretischer Fall für die Zukunft, richtig, irgendwann mal. Im Moment ist die Wirksamkeit aber vor allem beim Thema Inflationsbremse lädiert. Wir haben so fürchterlich viel Geld in Umlauf, ich sagte das ja, eine Verachtfachung, Versiebenfachung gegenüber dem Beginn der Finanzkrise.
dass wir das nicht so leicht einholen können, um die Wirtschaft abzubremsen. Also die Ökonomen haben ja immer das Bild des Kutschers. Ja? Geldpolitik ist, die Zügel länger oder straffer zu halten. Wenn die Pferde nicht laufen wollen, kann man die Zügel ruhig locker lassen, sie laufen trotzdem nicht, sie sind müde. Ich kann also nicht so leicht die Pferde anschieben mit einer Geldpolitik, die die Zügel locker lässt. Aber wenn die Pferde zu schnell laufen wollen und stürmisch nach vorne drängen, dann kann ich sie mit den Zügeln zurückziehen. Das kann ich aber nur, wenn ich sie vorher schon straff gehalten habe. Nicht, wenn ich sie am Boden habe schleifen lassen und müsste sie jetzt einziehen. Zumal, wenn sie sich dann noch im Fahrwerk verheddert haben. Und das ist die Situation, in der wir heute sind. Und sie ist nicht trivial. Ich will Ihnen mal, wenn ich darf, kurz einen Blick werfen lassen auf die Gründerkrise 1872. Da waren die Aktiengesellschaften vor kurzem gegründet worden und die haben also spekulative Geschäfte gemacht und dann hat man Firmen gehandelt, die Werte stiegen und stiegen, Scheingewinne entstanden, die Firmen haben sich darauf verschuldet, diese Scheingewinne ausgeschüttet und dann gab es den Krach, dann normalisierten sich die Preise der Assets, der Wertobjekte wieder, aber die Firmen waren überschuldet dann, es ging nicht mehr. Und genau das ist die Situation, in der wir heute sind in der Eurozone. Als diese Wertpapierkaufprogramme eingeführt wurden und diese Nullzinspolitik, da schossen die Kurse der Aktien, der langfristigen Wertpapiere, alles in den Himmel. Das waren alles Blasen, scheinbar ein Vermögensgewinn. Aber die Banken haben sich dann daraufhin verschuldet, haben gesagt, jetzt sind zum Kapitalmarkt gegangen, zu anderen Banken und schaut mal, wie reich wir sind, wir können noch mehr Schulden aufnehmen, haben sich verschuldet und haben dieses Schuldengeld als Dividenden ausgeschüttet. Und wenn jetzt der Rückwärtsgang käme, indem man bremsen würde, und die Aktien und die langfristigen Staatspapiere, die Sie noch in Ihrem Portfolio haben, würden wieder auf normalen Niveau runterfallen. Dann würde man sehen, die Banken sind nur noch leere Hülsen, denen das Eigenkapital fehlt. Und weil das so ist, haben sich die Zügel halt verheddert im Fahrwerk. Wir können nicht mehr bremsen, wenn jetzt die Inflation noch stärker wird. Und ich sage Ihnen, eine Inflation ist wie ein Feuer. Ein Feuer muss man sofort austreten. Wenn man das zu spät macht, kann man es nicht mehr löschen, weil sich das verstärkt. Ja, wenn die Leute erstmal glauben, dass es eine Inflation gibt, dann ziehen sie die Käufe von langfristigen Konsumgütern vor, Autos, Waschmaschinen, auch Häuser natürlich. Und dann gibt es erst recht einen Preisanstieg. Und dann verstärkt das die Erwartung, dass es eine Inflation gibt. Und dann wird noch stärker vorgezogen. Und so beschleunigt sich eine solche Inflation wie so ein Feuer. Man kann also nicht abwarten, wie die EZB sagt, mal 3 Jahre und gucken, was dann passiert, sondern dieses Feuer, das da ist, und heute ist es massiv da, muss man sofort austreten. Und ich halte es deswegen auch für wirklich fahrlässig, das nicht zu tun. Und warum sie es nicht tut, das haben wir ja ein paar Mal hier ventiliert. Die Macht der südeuropäischen überschuldeten Staaten ist viel zu groß im EZB-Rat, als dass die Frau Lagarde es überhaupt wagen könnte, hier großartig über Zinserhöhungen nachzudenken. Im 2008 haben Sie ja auch eine dramatische Situation erlebt. Was kann Politik denn, wie könnte Politik Feuer austreten oder kann nicht auch die Geldpolitik, hat kein Instrumentarium mehr, sondern auch die Politik nicht. Doch, die Politik hat es und die damalige Krise ist nicht vergleichbar mit der jetzigen. Und der damalige Auslöser lag ja im Bankenbereich. Aber der Auslöser der jetzigen Situation liegt definitiv nicht im Bankenbereich. Was die Stabilität der Banken betrifft, kleiner Exkurs zu dem, was Herr Sinn sagte, da bin ich nicht ganz so pessimistisch, weil seitdem nicht alles gelungen ist, aber doch der Bankensektor insgesamt robuster geworden ist. Die müssen mehr Eigenkapital vorhalten, sie haben Liquiditätspuffer, die Regulierung ist deutlich ausgeweitet worden, aus der Sicht von einigen viel zu weit ausgeweitet worden. Wir haben es inzwischen mit einer Art Bankenunion in Europa zu tun, wo mindestens 2 Säulen stehen. Eine Bankenaufsicht und eine Art Restitutionsmechanismus für den Fall, dass Banken in die Illiquide drohen. Eine 3. Säule kommt nicht so schnell zustande. Das ist nämlich eine gemeinsame große europäische Einlagensicherung. An die glaube ich nicht so schnell. Also Fazit, um Sie nicht zu langweilen. Der Bankensektor ist jedenfalls robuster als 2008.
2008, 2009. So, was die Politik machen kann im Zweifelsfall, sind die Schrauben, die man dann unterordnen kann unter den Begriff der Fiskalpolitik. Fiskalpolitik sind Steuern und sind staatliche Ausgaben. So, sind Ausgabenprogramme, sind Konjunkturprogramme oder sind Strukturprogramme, wie wir sie jetzt bei Corona ja auch auf der europäischen Ebene haben, mit Blick auf diesen Recovery Fund, der da in Gang gesetzt worden ist und der, wie ich glaube, zur Krisenbekämpfung dann auch richtig ist, auch richtig dimensioniert worden ist. So, was den Hinweis von Herrn Sinn betrifft, das teile ich. Inflationserwartungen, wenn sie sich verfestigen, treiben die Inflation weiter. Und wenn das die Gewerkschaften auch aufnehmen, haben wir das, was man bei den Fachleuten eine Lohnpreisspirale nennt. Das heißt, die Gewerkschaften preisen ein, die Realeinkommen die Nominaleinkommen unserer Gewerkschaftsmitglieder, die verlieren immer mehr, was die Kaufkraft betrifft. Das heißt, ihr Realwert sinkt und deshalb müssen wir prophylaktisch darauf Wert legen, dass wir mit unseren Tarifabschlüssen darauf Rücksicht nehmen und dann nicht eben 2-4% gefordert werden, sondern 8-9%. Im Extrem haben wir das mal 1973, 74 erlebt, als der damalige Gewerkschaftsführer Klunker von der ÖTV mit einem Plus von 15% anfing und er hier plus 11% gekriegt hat. Das war damals klassisch eine entsprechende Entwicklung, die da stattgefunden hat. Wenn das stattfindet, dann liegt Frau Lagarde vollkommen falsch, weil wir es nicht nur mit temporären Erscheinungen zu tun haben, sondern mit dann weit in die Zukunft reichenden Effekten, die uns das Thema der Inflation noch widriger um die Ohren schlagen. Fazit: Wir werden am 15., 16. Dezember, also in wenigen Tagen, eine EZB-Ratssitzung haben, die sehr wichtig sein wird, nämlich ob die EZB bereit ist, auf dieser Sitzung sehr vorsichtig, kommunikativ gut vorbereitet zu signalisieren, ja, sie ist bereit, auf die inflationäre Entwicklung zu reagieren. So, das kann sie nicht abrupt, sie kann nicht plötzlich, sagen wir, eine Bazooka rausholen, weil das die Märkte völlig verwirren würde und an den Börsen unheimliche Turbulenzen auslösen würde. Aber sie kann das Signal geben, so wie das der Chef der amerikanischen Zentralbank auch gemacht hat, unser Aufkaufprogramm von Staatsanleihen, übrigens auch Unternehmensanleihen, wird langsam runtergefahren, wird gestoppt und dafür geben wir das Signal. Und dahinter steht dann eines Tages auch die Frage, wiederum kommunikativ gut vorbereitet, ist sie bereit, sehr vorsichtig, Schritt für Schritt, in eine Zinswende einzusteigen. So, da sind die bisherigen Verlautbarungen aus der EZB widersprüchlich. Frau Lagarde gibt zu erkennen, es gibt keine Änderungen. Ein anderes Mitglied des EZB-Rates, nämlich die deutsche Professorin Frau Schnabel, hat vor einigen Wochen schon einigen Tagen zu erkennen gegeben, dass sie doch in steigenden Inflationsraten das größere Risiko sieht. Also haben wir, was unüblich ist, erkennbar in der Öffentlichkeit einen gewissen Spagat oder Meinungsverschiedenheit aus dem EZB-Rat. Und es wird sehr spannend herauszufinden, was passiert da am 15. und 16. Dezember. Ich hielt es für zwingend erforderlich, so wie Herr Sinn es ausgedrückt hat, dass dabei das Signal herauskommt, dass die EZB langsam einsteigt in eine Art Inflationsbekämpfung. Ich würde gern Thema Spagat und Diskussion auf eine Diskussion eingehen, die sich vor ein paar Tagen entzündet hat, IFO und Herr Butterwegge. Herr Butterwegge hat sich, ich zitiere, er finde es perfide und paradox, wenn man Reiche zu Opfern der Inflation erklärt. Finden Sie es auch perfide und paradox? Es kann doch nicht perfide sein, wenn man also die Daten sprechen lässt. Das IFO hatte festgestellt, dass eben der Warenkorb der etwas besser gestellten anders ist als der ärmsten und da ist halt viel Benzin drin und die Benzinpreise sind gestiegen. Wenn das so ist, dann ist es so, dass mit moralisierenden Vokabeln hier zu kommentieren, bloße Fakten kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ist sicher so, dass die Armen auch sehr, sehr leiden unter der Inflation. Wer jetzt Hartz IV bezieht, der bezieht eben jetzt durch die Inflation von 6%, die wir hatten, 6% weniger real. Nicht? Der Lebensstandard ist um 6% gefallen. Das muss die Politik dann vielleicht ausgleichen.
Also da gibt es viele Verlierer. Und wir hatten eingangs schon diskutiert, dass alle Leute, die nicht reich genug sind, um so richtig in Aktien und Häuser und anderes Realvermögen zu investieren, aber ein bisschen was haben, eben Lebensversicherungsverträge haben und Sparguthaben haben. Das sind also, das ist der untere Mittelstand, würde ich mal sagen. Das Kleinbürgertum, sagte man vorher, dass die Hauptverlierer werden, sein werden, weil deren Ansprüche entwertet werden durch eine Inflation. Eine Inflation hat massive Verteilungswirkungen und Herr Steinbrück hat ja schon auf die Inflation vor 100 Jahren hingewiesen, also so schlimm wird es ja nicht kommen. Will ja keiner jetzt irgendwie als Prognose hier von sich geben, aber man sollte das trotzdem noch mal vor Augen sich führen, was damals gewesen ist. Das Geld war so viel wert wie das Papier zum Schluss. Und dann gab es ja eine Währungsreform und aus der Mark wurde die Rentenmark und dann war es eine, die im Prinzip goldgesichert war. Aber viele Leute haben alles verloren, was sie hatten. Nichts hat die Deutschen so hasserfüllt, so hitlerreif gemacht, wie die große Inflation, schreibt Stefan Zweig in seinen Lebenserinnerungen. Und das sollte man sich einfach noch mal klar machen, dass man hier mit diesem Feuer der Inflation nicht spielen darf. Eine ganze Gesellschaft kann zerbrechen unter einer Inflation, wenn man nicht aufpasst. Wir sind schon fast am Ende, ist so schnell verflogen. Eine Schlussfrage, zwei Positionen vielleicht aufgreifend. Sie schreiben, Herr Sinn, Sie sprechen von einer gewissen Hilflosigkeit, mit der der Ökonom dasteht angesichts der Lage und Sie fragt, kapiert man nicht? Bei Ihnen, ein Parteikollege von Ihnen, der ja auch Finanzminister war, Nachfolger von Ihnen, wird jetzt Bundeskanzler, der neue Finanzminister hat sich immerhin besorgt, oder noch nicht neuem Finanzminister, besorgt über die Inflation gezeigt. Was kann man angesichts der Fakten, die Sie jetzt vorgelegt haben, von der neuen Bundesregierung erwarten? Was erwarten Sie auch, damit diese Hilflosigkeit nicht bleibt, mit der man das betrachtet, sondern dass wir tatsächlich, wie Sie es so schön genannt haben, das Feuer austreten? Es wird nicht ausgetreten. Das ist, meine Hilflosigkeit bezieht sich nicht darauf, dass ich jetzt nicht wüsste, was man machen könnte. Das wäre nämlich genau das, was Herr Steinbrück sagt, jetzt tatsächlich die Zinswende einzuleiten, sondern auf die Vermutung, dass das nicht so richtig passieren wird. Man wird, wenn, dann ganz verhalten und viel langsamer als die Amerikaner das tun und dann kommt der Effekt zustande, den Sie beschrieben haben. Dann ergibt sich ein noch größeres Zinsdifferenzial zwischen den US-Wertpapieren und den europäischen, mit der Folge, dass das Kapital nach Amerika geht, den Dollar aufwertet und den Euro abwertet und wir erst recht eine Inflation kriegen. Also das ist meine Befürchtung, das sind politische Gründe. Nicht? Ökonomisch, rein mechanisch, wüsste man schon, was man so machen kann. Aber politökonomisch ist die Vermutung, dass da richtig gebremst wird, bei dem Eurosystem, wie wir es haben, wo Malta eine Stimme hat, im EZB-Rat und die Bundesrepublik Deutschland auch, ja, ist abwegig. Das wird nicht passieren. Und die Vertreter dieser überschuldeten Staaten Südeuropas, die da entsandt werden in den EZB-Rat, die finden das nicht so toll mit den steigenden Zinsen. Sie finden 1000 Argumente, warum das noch nicht nötig ist und warum die Inflation nicht so schlimm ist, zumal hinter vorgehaltener Hand man ja sicherlich auch diskutiert, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn ein Staat verschuldet ist und es gibt dann eine allgemeine Inflation. Dann ist man sie ja los, nicht? Denn nominal bleiben die Schulden zwar stehen, aber alles geht hoch, die Gehälter gehen hoch, die Steuereinnahmen geht hoch, das Sozialprodukt geht nominal hoch und die Schulden verschwinden sozusagen relativ. Das ist doch auch der Vorteil der Inflation für große Schuldner. Und wir haben halt eine Dominanz der Schuldner im EZB-Rat. Und Deutschland ist nicht der große Schuldner, aber Deutschland hat da nichts zu sagen, nicht? Wir übernehmen die größte Haftung als größtes Land, wir haben den größten Kapitalanteil, aber wir haben auch nur eine Stimme wie Malta oder wie Zypern. Und beide Länder zusammen haben, glaube ich, eine Bevölkerung, die ist ein Hundertstel von der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Was erwarten Sie? Sie haben es gehört, politische Gründe. Was erwarten Sie denn von Ihren Genossen und der Ampel? Ja, darauf komme ich gleich zu sprechen, aber ich würde gerne vermeiden, und so meint Herr Sinn das auch nicht, Deutschland ist dort in einer ausgesprochen schwierigen Lage.
dann machen wir uns nichts vor, wir haben eine Verantwortung, dieses Europa zusammenzuhalten. Und das vor dem Hintergrund im Augenblick weltweiter Entwicklungen, wo uns allen klar sein muss, dass eine Renationalisierung der EU oder auch der Eurozone dieses Europa marginalisieren würde. Unvorstellbar. Vor dem Hintergrund der Konflikte, die an der Peripherie Europas liegen, vor dem Hintergrund, dass die transatlantischen Beziehungen auch nicht mehr das sind, weil die Amerikaner sich eher auf den sinopazifischen Raum konzentrieren, weil Europa sich sehr stark mit der Frage beschäftigen muss, was wollen wir sein in der zukünftigen Welt? Was ist mit unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell? Und dazu passt es garantiert nicht, dass dieses Europa implodiert. Und darüber haben Deutschland und insbesondere Deutschland im Tandem mit Frankreich, wie ich glaube, die Hauptverantwortung. Und das bringt uns in eine sehr schwierige Lage, weil wir es uns zum Beispiel nicht leisten könnten, dass nach dem Brexit zum Beispiel Italien plötzlich ausscheidet oder keine andere Möglichkeit mehr sieht, als sich zum Beispiel aus der Eurozone wieder herauszuentwickeln oder andere mediterrane Länder buchstäblich kollabieren. Das werden wir uns nicht leisten können, weder gegenüber Putin noch gegenüber Präsident Xi noch gegenüber irgendjemandem anderen. Sondern auf dieses Deutschland wird, wie ich glaube, und ich komme nachher auf die Frage zurück, mehr Verantwortung liegen denn je vor dem Hintergrund einer sich rasant verändernden Welt, in der sich die globalen Koordinaten von Wirtschaft, Technologie, militärischen Einflusszonen und Einfluss auch in politischen internationalen Gremien deutlich verschärft und wir es eigentlich mit einer Krise des Multilateralismus zu tun haben. Die bequemen Zeiten sind vorbei. Und Deutschland wird sich sehr viel stärker als je zuvor Gedanken machen müssen über seine Rolle in der Außen- und Sicherheitspolitik in und mit Europa. Und damit ist die Problematik für jedwede deutsche Politik beschrieben. Unabhängig von der richtigen ökonomischen Analyse, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber die politische Verantwortung ist etwas anderes als die ökonomische Analyse im Umgang mit diesem Europa. Das heißt, eine Bundesregierung und egal wer da sitzt, ob Genossen oder nicht Genossen, werden sich aus dem Kanzleramt sehr starke Gedanken machen müssen, eigentlich in Fortsetzung einer Rolle, auch die Frau Merkel eingenommen hat, wie halte ich den Laden zusammen? Ich hätte mir gewünscht, bei allem Respekt ihr gegenüber, dass sie gelegentlich mehr Führung ausgeübt hätte in diesem Europa, auch im Zusammenwirken mit den Franzosen. Das hat sie über 2-3 Jahre nicht getan. Das ändert nichts daran, dass wir im Zweifelsfall haften. Ja, dieses Europa wird uns was kosten. Was glauben Sie denn? Es hat uns übrigens schon immer was gekostet, seit den römischen Verträgen von 1957. Und es war nicht zum Schaden von Deutschland, insbesondere nicht in der Nachkriegszeit. Weder sicherheitspolitisch noch wirtschaftlich und das sehr stark exportorientierte Wirtschaftsmodell Deutschlands funktionierte nur und maßgeblich über eine EWG, eine EG und eine EU. Und jeden Nettobetrag, den wir nach Brüssel überwiesen haben, der kam auf anderem Wege sehr gut wieder zu uns zurück, damit es da keine Missverständnisse gibt gegenüber meiner Einstellung, gegenüber diesem Europa, dass Sie mich da nie missverstehen. Aber in der Tat, es läuft auf eine sehr schwierige Rolle hinaus, wo jeder, der im Kanzleramt sitzt, versuchen muss, verschiedene Fäden zusammenzubinden, um aufzupassen, dass nichts völlig in eine Unwucht gerät. Absatz. Die Politik weder in Deutschland noch in Frankreich hat einen direkten Einfluss auf die EZB-Politik. Denn nicht zuletzt wir Deutschen wollten, dass es eine politisch unabhängige europäische Zentralbank gibt. Wir wollten das. Weil wir schon sagten, eine unabhängige deutsche Bundesbank ist von Vorteil. Das heißt, die unterliegt nicht irgendwelchen politischen Einflüssen aus der Legislative oder geschweige denn parteipolitischen Einflüssen, sondern sie ist in ihren Entscheidungen völlig unabhängig. Und so wollten wir das auch bezogen auf die EZB. Und nun stellen wir plötzlich fest, ja, wir haben keinen Einfluss auf die Geldpolitik des EZB-Rates. Also das, was wir organisieren können, ist politischer Druck. Es ist eine öffentliche Debatte, an der dann letztlich ein EZB-Rat auch nicht völlig vorbeikommt, der auch sehen muss, wie halte ich diese Eurozone zusammen und zerfällt das nicht völlig auch im EZB-Rat, was ja sich angedeutet hat über den Rücktritt auch des Bundesbankpräsidenten Weidmann, der aufhört als Bundesbankpräsident und damit auch seine Position aufgibt im EZB-Rat. Und es ist ein Signal, dass er mit dieser Politik der EZB nicht einverstanden gewesen ist. Das ist die eine Möglichkeit. Bei öffentlicher Debatte muss ich Sie
tatsächlich stören, weil die öffentliche Debatte wollen wir ja jetzt eröffnen. Ich danke Ihnen recht herzlich, lieber Herr Sinn, lieber Herr Steinbrück, lieber Herr Steinbrück, lieber Herr Sinn. Jetzt ist die Gelegenheit für Fragen. Herr Mayer, Sie nehmen das in die Hand. Und schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ein Applaus ist mehr als angebracht. Ich komme zu Ihnen allen und würde Sie bitten, Fragen zu stellen und keine Co-Kommentare, damit wir diesem großen Sachverstand auch gerecht werden und möglichst viel mitnehmen können. Herr Professor Sinn, ich habe Ihr ganzes Buch schon von vorne bis hinten gelesen. War nicht immer einfach, aber weil auf manchen Seiten wirklich unheimlich viele Informationen waren. Aber im Verlauf des Lesens kam ich zu dem Schluss, dass Sie am Ende eigentlich prophezeien müssten, dass eine Rieseninflation kommen müsste. Das haben Sie nicht getan. Wollen Sie kein Crash? Crash-Prophet sein oder glauben Sie wirklich, dass man mit ganz sanften Schritten aus dem Dilemma wieder rauskommt? Soll ich sammeln oder eigentlich hatten wir... Direkt nicht. Ja, ich mache keine Prophezeiung. Also warum soll ich... Den Bereich der Wissenschaft wollte ich nicht verlassen, sondern auf die Gefahren habe ich hingewiesen. Und jeder kann sich da selber ausmalen, was das Problem ist und wohin das führen kann, wenn man nicht rechtzeitig handelt. Eine Prophezeiung zu machen, heißt ja jetzt, man weiß schon ganz genau, welche politischen Entscheidungen die EU, die EZB und so weiter in Zukunft treffen werden. Da bin ich vorsichtig, das müssen Sie verstehen. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir jetzt einige Jahre lang mehr Inflation kriegen als in der Vergangenheit und halte das auch für gefährlich. Ich halte es aber nur für bedingt wahrscheinlich, dass wir eine richtig große galoppierende Inflation kriegen. Bedingt wahrscheinlich ist der Begriff, den eine wissenschaftliche Kommission 2012 zu der Wiederholung einer SARS-Epidemie in Deutschland gebraucht hatte. Hier zu Ihrer rechten Seite die nächste Frage. Sie haben schon öfter heute die Problematik mit den südeuropäischen Staaten angesprochen. Und mich würde interessieren, bei allem, was da ja reingebuttert ist, also Milliarden ja teilweise reingebuttert wurden, würden Sie denn sagen, im Endeffekt ist es unterm Strich doch ein Fass ohne Boden? Oder gibt es da Hoffnung, dass die doch eben auf die Beine kommen mit all den Geldern? Ganz vorsichtig mit der Bemerkung, da sei unheimlich viel Geld reingebuttert worden. Das stimmt nicht. Die Stabilisierungsmaßnahmen bisher sind eher alles Garantien gewesen. Und erst am Ende von Laufzeiten von Krediten gegeben worden sind, stellt sich die Frage, werden die zurückgezahlt, ja oder nein, und zahlen wir. Das heißt, Deutschland ist bisher in einer, wenn Sie so wollen, wesentlich, ich nenne es mal, imaginären Haftungssituation, die eines Tages virulent werden kann. Aber die Vorstellung, der deutsche Steuerzahler hätte bereits riesige Milliardensummen transferiert in die mediterranen Staaten, stimmt nicht. Naja, sie stimmt insofern, als für die Risiken, die man hier übernommen hat, man natürlich am Weltkapitalmarkt wunderschöne Erwartprämien hätte verdienen können. Gut, das sind aber sehr indirekte Effekte und widerspricht der allgemeinen, auch auf dem Boulevard gehandelten Bemerkung, wir hätten dort riesige Milliardenbeträge bereits in Italien und Griechenland versenkt. Das haben wir nicht. Naja, gut, aber von der Sache her, und da sind wir uns ja wieder einig, weil Sie es selber vorhin gesagt haben, wir haben durch diese Rettungspolitik und durch die Haftungsgemeinschaft die Zinsunterschiede in Europa weitgehend eliminiert. Und da liegt eben genau das Problem bezüglich der zukünftigen Entwicklung dieses Kontinents. Ich bin vollkommen mit Ihnen einer Meinung, dass wir, wie wichtig es ist, dass wir den europäischen Einigungsprozess vorantreiben. Aber ein Einigungsprozess über eine Haftungsgemeinschaft, das kann überhaupt gar nicht funktionieren,
weil eben die Zinsunterschiede künstlich runtergedrückt werden und damit haben wir die Schuldenbremse, die über die Märkte kommt, zerstört. Normalerweise ist das so, wenn ein Land sich überschuldet, wollen die Gläubiger kein Geld geben oder verlangen hohe Zinsen, dann hört es von alleine auf, sich zu verschulden. Und das haben wir ja eliminiert durch die Haftungsgemeinschaft, die wir hier gemacht haben. Wir treiben also Europa langfristig in einen Schuldenexzess hinein und zerstören das europäische Einigungswerk durch diesen Kurs. Wir lösen im Moment irgendeine Finanzkrise. Ja? Das ist ja das Problem. Wenn da eine Finanzkrise ist, dann sagen die Anleger der Welt, wenn ihr jetzt nicht Steuergeld zur Verfügung stellt, um unsere Portfolios zu retten, dann laufen wir alle weg, dann seid ihr alle gemeinsam tot, dann zittern die Politiker und öffnen ihr Portemonnaie und lösen das Problem. Nur auf die Dauer entsteht ja dadurch immer mehr Verschuldung. Immer mehr Verschuldung. Das kann es nicht sein. Die Amerikaner haben keine interne Schuldenunion. Die Fed kauft keine Staatspapiere von Kalifornien, Illinois oder Minnesota, die am Rande des Konkurses stehen. Ähnlich wie die EZB jetzt griechische, italienische und sonstige Staatspapiere. Das gibt es dort gar nicht. In der Schweiz, das ist ja auch ein funktionierender Föderalismus, ist es ebenfalls so, dass die Schweizer Notenbank überhaupt nicht die Papiere der Kantone kauft. Sie rettet auch keine Kantone. Der Zentralstaat rettet keine Kantone, wenn sie pleite sind. Wir haben das in den Maastrichter Vertrag reingeschrieben, mit dem Artikel 125, dass nicht gerettet wird. Die Anleger werden nicht gerettet, wenn sie sich verspekuliert haben, sondern es gibt dann eben hin und wieder einen Schuldenschnitt. Und der Schuldenschnitt ist erforderlich, um die Anleger der Welt zu überzeugen, Sie müssen gucken, wem Sie das Geld geben und wie viel Kredit Sie geben. Sie können nicht nach Belieben das Geld raushauen, in der Hoffnung, dass dann irgendwelche anderen Staaten zur Rettung kommen. Weil das führt Europa nicht zusammen, sondern das führt zu einem mindestens stagnierenden, wenn nicht zum Schluss sich zerstreitenden System. Hier in der Mitte des Raumes? Ja. Guten Abend. Sie haben sinngemäß gesagt, dass die Politik keinen Einfluss auf die Bank nehmen soll oder darf oder nimmt. Der Bundesbankpräsident wird ja von der Politik ausgesucht. Und auch die Direktorin in der EZB, die jetzige, ist von der Parteipolitik ausgesucht worden. Das heißt also, sie werden ja auch die Entscheidungen so treffen, wie sie von ihren Entsandten erwartet wird. Danke. Das war jetzt ein Kommentar, aber den kann man vielleicht erwidern, Herr Steinbrück. Nein, aber deshalb sind die unabhängig von der Politik. Und sie sind benannt worden, übrigens so wie die Richter des Bundesverfassungsgerichtes auch. Ja, aber deshalb sind die Bundesverfassungsrichter in keinster Weise abhängig, geschweige denn von Parteien oder vom Deutschen Bundestag oder von einer Bundesregierung. Und das ist auch gut so. Im Sinne einer völligen unabhängigen Jurisdiktion, die wir in Deutschland haben und die leider in anderen europäischen Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn in Frage steht. Nein, Frau Schnabel ist im EZB-Rat nicht abhängig von Weisungen des Bundesfinanzministers, ist sie nicht. Und Herr Weidmann ist noch als amtierender bis Ende des Jahres Bundesbankpräsident nicht abhängig von Weisungen aus dem Kanzleramt oder aus dem Bundesfinanzministerium. Akustisch bitte. Frau Schnabel liegt voll auf der Linie von Lagarde. Ja, also ich habe heute in der Bild-Zeitung etwas von ihr gelesen, was mich auch etwas verwundert hat. Aber vor ungefähr 4-5 Tagen habe ich von ihr auch ein Statement gehört, wo es leichte, mindestens Unterschiede gegenüber Frau Lagarde gegeben hat. Also ist nicht so ganz klar, welche Rolle Frau Schnabel im Augenblick im EZB-Rat spielt. Ich würde hier zur nächsten Frage kommen. Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Steinbrück, und zwar, Sie hatten vorher ausgeführt, dass zur Ausübung der staatlichen Aufgaben eben in der Einzahlungsseite Steuern gibt oder Schulden aufnehmen, und entweder müsste man da herangehen oder man müsste eben dann an den Leistungen des Staates einfach kürzen. Das ist natürlich eine Situation, das kennt eigentlich auch jeder Unternehmer, nur mit dem Unterschied, dass bei Unternehmern es noch ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten gibt, und dieses Werkzeug heißt Effizienz. Und das ist etwas, das habe ich von Ihnen nicht gehört, das höre ich auch sonst, wenn ich viele Politiker reden höre, nicht, das höre ich in der öffentlichen Verwaltung nicht. Das ist irgendwas, was scheinbar ausgespart wird. Und ich glaube, wenn man da ranginge, dann könnte man vielleicht 3 Dinge erreichen, nämlich weniger Schulden, weniger Steuern und vielleicht trotzdem sehr gute Leistungen. Deshalb meine Frage an Sie, mein Eindruck einfach, das spielt irgendwie keine Rolle in der öffentlichen Debatte oder politische, wie ist Ihre Stellung dazu?
Gut, auch wenn ich, so wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen, entsetzt bin über das augenblickliche politische Krisenmanagement in Deutschland, was Corona betrifft, komme ich dessen unabhängig zu dem Ergebnis, dass die deutsche Verwaltung jedenfalls schlechte Zensur nicht verdient. Nein, verdient sie nicht. Nein, verdient sie nicht, sondern durchweg ist diese, Verwaltung, ich komme gleich auf Einzelheiten, durchweg ist diese deutsche Verwaltung nach wie vor, wie ich finde, von einer erfreulichen Unbestechlichkeit, hat ein hohes Ethos und funktioniert in vielen Fällen gut. So, was wir zu beklagen haben, ist nicht unbedingt der deutschen Verwaltung in den Ländern, in den Kommunen oder auch dem Bund zuzuordnen, sondern sind rechtliche Rahmensetzungen, insbesondere bezogen auf Planungs- und Genehmigungsverfahren, die in Deutschland in der Tat ineffizient sind. Aber das ist nicht der Verwaltung zuzuordnen, sondern dem Gesetzgeber zuzuordnen. Und darüber können wir streiten. Aber nicht über die Tatsache, dass wir nach wie vor in Deutschland im Vergleich auch insbesondere zu anderen Ländern mit unserer Verwaltung auch in ihrer Dienstleistungsorientierung zufrieden sein können. Ich warne davor, Vorurteile weiter zu pflegen, die so tun, als ob wir in Deutschland es nicht mit einem funktionierenden öffentlichen Dienst zu tun haben. In vielerlei Beziehungen funktioniert dieser öffentliche Dienst, unabhängig davon, dass es immer Fälle gibt, die man zu Recht kritisieren kann. Kurze Nachfrage. Ja, also ich widerspreche Ihnen nicht, wenn Sie mit gut meinen, dass die öffentliche Verwaltung effektiv ist. Mein Punkt ist nicht Effektivität, sondern Effizienz. Und also ich bin in der Geschäftsleitung eines international agierenden Maschinenbauunternehmens und bin auch im Kontakt mit anderen Geschäftsführern von, sagen wir, anderen internationalen Unternehmen. Und vielleicht, wenn da ein bisschen mehr Kontakt wäre, da würden vielleicht in der Politik und der Verwaltung viel lernen, weil das sind keine Vorurteile, sondern das sind Erfahrungen. Habe ich keinen Widerspruch zu Ihnen gegenüber. Ich würde mir auch eine höhere Effizienz im Unterschied zur Effektivität wünschen. Ich komme nur zu dem Ergebnis, dass vieles, was die Verwaltung belastet, auch zurückzuführen ist aufgrund von Bürgeranliegen, Bürgerbegehren und auch entsprechenden Initiativen. Etwas übertrieben und auf die Gefahr hin, dass ich ordinär wirke. Wir haben es in Deutschland damit zu tun, dass wenn der Hund Ihres Nachbarns in Ihren Garten furzt, dann wollen Sie eine Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes haben. So läuft es. Ja? So, das heißt, vieles von dem, was wir haben, geht zurück nicht auf durchgeknallte Verwaltungsbeamte, noch nicht mal auf debile Politiker, sondern auf eine Gemengelage in Deutschland, wo Rechthaberei, der Rechtsweg und die Verlagerung von politischen Konflikten auf die Gerichtsebene uns erheblich zu schaffen macht. Und daran sind wir alle sauber beteiligt. Herr Mayer, ja. Wir spielen jetzt Ping-Pong. Wir wollen ja auch noch, ich glaube um 10 müssen wir raus. Wir wollten auch noch mit den Büchern. Absolut, ich hätte die letzte Frage. Wunderbar, danke. Ja, jetzt haben wir ja eben gerade die Unternehmer gehabt, die öffentliche Verwaltung gehabt. Sie hatten ja, Herr Professor Sinn, das Schicksal der Kleinsparer angesprochen. Was würden Sie denn den Kleinsparer raten, wie er sich denn im nächsten Jahr verhalten sollte? Was wäre denn da ein effektives Verhalten der Kleinsparer? Darf ich noch eine Frage aus dem Chat, damit unsere Besucher des Streams auch zu Wort kommen, auswählen und hier kundtun? Thema Lohnpreisspirale wurde angesprochen. Ist die tatsächlich so zu erkennen? Wenn man sich überlegt, dass unter anderem Putin, die Pandemie, da auch Treiber für diese Effekte sind und die teilweise erklären können. Und wenn man sich zum Beispiel die letzten Tarifverhandlungen anschaut, wo knapp über 2% nur im öffentlichen Dienst im Bund verhandelt wurde, das spricht jetzt nicht wirklich für eine Lohnpreisspirale. Das ist jetzt die Aussage aus dem Chat. Ach, das ist ein Scheinargument, weil diese Verhandlungen, die jetzt hier gewesen sind, die sind unter dem Eindruck knapper öffentlicher Kassen geführt worden. Die Lohnverhandlungen, um die es geht, sind die des nächsten Jahres. Und es ist vollkommen sicher, und ich wette mein letztes Hemd darauf, dass die Gewerkschaften selbstverständlich die Inflation dieses Jahres dann zusätzlich einfordern werden. Also das ist jetzt keine Hypothese mehr, sondern das ist im Bereich des ökonomisch Trivialen, dass es eine solche Lohnpreisspirale gibt. Und die trägt natürlich die Inflation dieses Jahres, die wir jetzt schon messen, in die folgenden Jahre.
Das ist völlig klar. Die Frage ist, ob es ein sich selbst verstärkender, sich aufschaukelnder Prozess gibt oder ob das denn langsam wieder runtergeht. Aber ich glaube, es wird nicht langsam runtergehen, weil es noch andere Anstoßeffekte gibt. Einen hat Herr Steinbrück genannt, das ist das Zinsdifferenzial zu Amerika, Abwertung des Euro, importierte Inflation. Ein anderer ist die grüne Energiewende. Wir wollen ja alles abschalten, was hier bislang die Energie war. Das wird extrem teuer. Das ist ein Kostenschub, der überall stattfindet, OPEC im Quadrat. Das wird inflationär wirken. Ein drittes Problem ist die Überalterung der Gesellschaft. Also die Babyboomer, die jetzt 57 Jahre alt sind, wollen ja in Kürze aufhören zu arbeiten. Aber essen wollen sie natürlich weiter. Das heißt, es gibt einen Nachfrageüberhang in der Wirtschaft, der auch inflationär ist. Es gibt also die Selbstverstärkungseffekte einer Inflation, einer Buckelinflation, die jetzt da ist, die vielleicht nächstes Jahr ein bisschen zurückgeht. Und es gibt dann weitere Anstoßeffekte. Also in der Summe haben wir jetzt einen Regimewechsel. Die Zeit, wo man einfach sich verschulden konnte und schöne Dinge tun konnte und das ja auch irgendwie zum Teil gerechtfertigt war, ist absolut vorbei. Wir sind in einer inflationären Welt, wo ganz andere Gesetzmäßigkeiten gelten und auch berücksichtigt werden müssen. Und leider kann die Politik das gar nicht tun, wenn sie die Koalitionsverhandlungen nehmen. Die wollen das ja auch alle gar nicht wahrhaben, weil jeder noch seine schönen Programme hat, die er bitte noch unterbringen möchte, über Verschuldung mit Fonds, die außerhalb des Budgets des Staates liegen und so weiter. Aber das ist ein weites Thema. Die erste Frage, will da einer noch darauf antworten? Ich glaube, Sie, Herr Sinn, waren ja, direkt Anlage angesprochen. Beratung mache ich nicht. Okay, alles klar. Wunderbar. Eine knappe, konkrete, nicht ganz pragmatische Antwort, aber die respektiere ich. Ich fand, wir sind unserem Anspruch gerecht geworden, niederschwellig und auch herrschaftsfrei zu sein. Wir haben CSU-Bashing gehabt, wir haben einen roten Teppich ausgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hohe Konzentration gespürt. Ich verabschiede mich in einen kalten Winter aus meiner Perspektive und freue mich, wenn Sie uns weiter verfolgen, wenn Sie über uns sprechen, wenn Sie das Programm mitnehmen, das auf Ihren Tischen liegt. Ich sage es auch in den Stream, www.salon-lüpper.de. Ich kann schon jetzt eine Folgeveranstaltung verkünden. Wenn Gott will, zumindest digital wird sie stattfinden, aber hoffentlich auch mit Ihnen. Und zwar am 9.3. kommt unser bayerischer Finanzminister Albert Füracker mit der Wissenschaftlerin, die den Think Tank Dezernat Zukunft gegründet hat, Frau Dr. Philippa Siegel-Glöckner. Und die beiden werden diskutieren, moderiert von einem Journalisten der SZ, zum Thema, das muss ich nochmal spicken, Staatsschulden, süßes Gift oder Wachstumsmotor. Bis dahin wird ja so ein bisschen mehr Politik in Berlin passiert sein und aus der Opposition heraus wird es vielleicht auch spannende Aspekte zu beleuchten geben für den bayerischen Finanzminister. So, und jetzt wird konsumiert. Das Buch ist bereit. Wir haben aufwendig einen Container nicht aus China, sondern aus Freiburg kommen lassen. Da hinten sind die Bücher und Professor Sinn wird signieren. Und um 10 würde ich Sie bitten, das Haus fluchtartig zu verlassen, weil sonst muss ich 5.000 Euro Strafe zahlen und vorher noch eine Flasche Wein bestellen. Tausend Dank, schön, dass Sie da waren.